Hallo und herzlich willkommen zu Smart Head Syrup aus München. Zum letzten Mal aus Deutschland mit einem speziellen Thema, was auch wirklich für viele Leute nicht uninteressant sein sollte. Gibt es eine Zweiklassengesellschaft im Bereich der Digitalisierung in Deutschland? Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, möchte ich euch ganz herzlich bitten, natürlich einen Like für das Video dazulassen und nicht vergessen, auch den Kanal zu abonnieren. Und werdet auch Mitglied der Telegram-Gruppe. Wir stellen unsere Informationen für euch kostenlos zur Verfügung. Und wer uns auf Telegram verfolgt, der weiß natürlich, dass wir sehr am Puls der Zeit liegen. Und das, wenn man jetzt das mit teuren Mainstream-Medien vergleicht, das sind alles teure Pay-Artikel, wo ihr das Gleiche, die gleichen Informationen bekommt. Und bei uns kostenlos. Also insofern lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren. Legen wir los! Ja, es ist jetzt so, wir waren jetzt hier in München, wir haben uns hier umfangreich vorgesehen, konnten auch sehr viele Erkenntnisse gewinnen, wie das hier in Corona abläuft, wie die Mieten sind, wie die Bausituationen sind. Das war für uns also sehr, sehr interessant, mal vor Ort zu sein und das nicht nur immer aus der Ferne zu betrachten. Und auch für den Zuschauer ist es auch wichtig, dass er erkennt, man ist auch vor Ort, man reist sehr viel. Wir konnten jetzt durch Corona jetzt nicht viel reisen. Wir haben jetzt für dieses Jahr nochmal das Maximum an voller Fahrt aufgenommen. Ich hoffe, dass da noch mehr kommen wird. Aber wie gesagt, es war dieses Jahr wirklich leider Gottes nicht mehr drin. Und so sind wir natürlich nicht nur in München geblieben, sondern wir sind natürlich auch quer durch Bayern gereist, bis nach Pfarrkirchen, runter an die österreichische Grenze. Braunau am Inn, gut, das ist jetzt nicht so ein verheißungsvoller Ort mit der Historie her, aber wir haben natürlich da auch sehr wichtige Erkenntnisse bekommen. Und zwar ist es so, dass man in München, ich habe jetzt nochmal mit Freunden und Bekannten mich unterhalten, es gibt Leute, die zahlen 1.300 €, da ist ein Stellplatz mit inklusive für 44 Quadratmeter. Ja, das sind also, wie gesagt, wirklich Hammerpreise, die hier sind. Und wenn man jetzt München vergleicht, da ist es egal, bei welchem Netzbetreiber man ist. Das ist vollkommen egal, ob man jetzt bei O2, Telekom oder Vodafone ist. Also die Netze sind hier sehr gut aufgestellt. Man kriegt hier auch eine 250.000er Leitung. Das ist alles super. Das ist aber nur im Großraum München so. Und wie ich schon sagte, wenn wir jetzt ein bisschen das verlassen, wenn wir jetzt nach Pfarrkirchen, also wenn wir jetzt ein bisschen, sage ich mal, bös gesagt, durch die bayerische Provinz reinfahren, so nach Niederbayern oder Oberbayern, da sieht das schon ein bisschen wieder anders aus. Also da haben wir schon mit Funklöchern zu kämpfen. Ich selber nutze ja den Telekom Magenta Prepaid Max Tarif, der ist wirklich nicht billig. Ich wollte mir das jetzt einfach mal gönnen. Ich wollte jetzt mal wirklich mal sehen, was ist in Deutschland Phase mit schnellem mobilen Internet. Und auf dem Papier stehen die ja auf Platz 44 so im Ranking, hinter Rumänien und noch ein paar anderen Ländern. Also wirklich kein Ruhmesblatt. Und sie stehen da nicht umsonst auf Platz 44, denn wir haben nämlich gesehen, im Raum Pfarrkirchen und so weiter gab es auch mit der Telekom Funklöcher, Abbrüche, kein mobiles Internet war möglich und es war schon ziemlich ja, frustrierend und auch katastrophal teilweise, wenn man da mal streamen wollte oder wenn ich jetzt auch mal meine Videos natürlich, die ich natürlich nach England per E-Mail weiterleite zum Schneiden, zum Bearbeiten, wenn man dann natürlich da nichts machen kann, ja, dann geht auch unser Kanal nicht, das ist logisch. Und wie unser Kanal da nicht vorwärts geht, wenn man kein mobiles Internet hat, so geht es natürlich auch vielen Unternehmen. Und da sind wir natürlich jetzt wieder beim Topic dieses Videos. Und ich muss immer wieder sagen, was mir einfach sauer aufstößt, ist einfach, dass man hier auch in der Provinz, also Pfarrkirchen und so weiter, für eine 80 Quadratmeter Wohnung locker 900 € oder wenn nicht sogar mehr bezahlt. Man hat kein schnelles Internet, man hat kein gutes Mobilfunknetz. Und das ist irgendwo einfach nicht in Ordnung. Und da muss man ganz einfach sagen, wenn man jetzt Unternehmer ist, lohnt sich das noch oder beziehungsweise kann hier überhaupt eine Digitalisierung stattfinden? Wir wissen natürlich auch, dass 5G sehr umstritten ist, aber ich kann natürlich auch sagen, dass ja auch schon mal gesagt worden ist, dass 5G nicht an jeder Milchkanne erhältlich ist und so ist es ja auch. Also ich würde mir, wenn ich jetzt eine 5G-Phobie hätte oder Angst davor hätte, würde ich mir in Deutschland überhaupt gar keine Sorgen machen. Weil 5G überhaupt nicht in die Provinz, also wenn wir jetzt über eine bayerische Provinz reden, Schwarzwald und so weiter, da wird nie ein 5G-Mast hinkommen. Weil 5G-Masten basieren auf einer Dichte, die brauchen auch eine Glasfaserleitung, also die sind ja darauf angelegt, ja, in einer kurzen Reichweite, mit einer sehr kurzen Sendeleistung, sehr viele Handys und so weiter, also sehr viele Geräte zu versorgen. Wir reden natürlich da auch auf Internet of Things und so weiter, wo man dann an smarte Kühlschränke zum Beispiel denkt. Also das ist sehr, sehr breit gesteuert. Ich will es jetzt nicht großartig weiter in die epische Länge dehnen, aber ich denke nicht,
dass man jetzt, wenn man jetzt nicht in einer Großstadt lebt wie Frankfurt, München, Berlin und so weiter, dass da jetzt in absehbarer Zeit groß 5G gebaut wird und dass auch der deutsche Flickenteppich, sage ich mal, was mobiles Internet anbelangt, auch nicht so schnell behoben sein wird. Das ist meine Einschätzung zum Netzausbau, zu den Preisen. Da haben wir ein Video gemacht. Das sind ja, liegen wir ja bei knapp 100 Euro. Jetzt die 3% Steuermehrwertsenkung, die bringen jetzt auch noch, machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Das ist ein Hammerpreis. Da zahlen wir teilweise unter 20 Euro umgerechnet für eine mobile Datenflatrate. Aber wie gesagt, wenn man jetzt auch Leute beraten will, wenn man jetzt auch wirklich mal was testen will, weil ich bin in UK bei 3 und der Roaming-Partner von 3 in Deutschland ist O2. Ja, leider Gottes, das ist O2. Und O2 ist natürlich nicht immer ein gutes Beispiel, sondern da wollten wir, wie gesagt, wirklich mal das Beste nehmen am Markt. Und das ist die Telekom. Und die Telekom konnte mich da als Profi-User nicht überzeugen. Und sogar mein YouTube-Kanal hat darunter gelitten. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, ein digitales Business aufziehen möchte, dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als in eine Großstadt zu ziehen oder die mindestens 140.000 Einwohner hat. Das soll es auch schon gewesen sein zu meinem Video. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, Mitglied der Telegram-Gruppe zu werden. Und ich habe noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Es bleibt spannend. Wir sind nämlich unterwegs. Wir reisen. Wir nutzen es aus. Und wir haben eine ziemlich geile Destination als nächstes im Gepäck für euch. Also mit auch natürlich auch mit interessanten Themen. Ganz klar. Bleibt dran. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis bald. Ciao.